Grüße die Damen, grüße die Herren. Mein Name ist Wudo Jürgens und wir sitzen in Erding auf dem Festl und ich hoffe, dass es euch gut geht. Das ist irgendwie das, was natürlich nach außen dann so rüberkommen ist. Ich habe mich davor mit deutscher Sprache auch schon auseinandergesetzt und habe das eher halt, da habe ich nichts veröffentlicht damit, aber immer schon ein bisschen umprobiert in hochdeutscher Sprache und auch im Dialekt. Das hat mich immer schon interessiert auch. Es hat sich aber dann irgendwie so ergeben, dass es halt dann die Band gegeben hat, die Eternias, wo wir eigentlich ursprünglich auf Hochdeutsch auch angefangen haben und irgendwie haben wir das dann Englisch gehalten und das hat es dann 12 Jahre gegeben. Es ist schon so gewesen, aber das ist halt am Anfang, man probiert halt herum und das nicht sofort da war, dass man sich im Dialekt wohlfühlt. Für mich ist es so, dass ich mir das sehr genau eigentlich ausdrücken kann und natürlich dann auch das ganze Erlebte viel mehr mit reinnehmen kann, als wie es mir jetzt in der englischen Sprache möglich ist. Aber ich denke mir so, man muss immer ausprobieren irgendwelche Sachen und selbst wenn man jetzt mal das eine schließt, das andere auch nicht aus. Ne? Und jetzt so gesehen bin ich ganz froh, dass sie das jetzt irgendwie so ergeben hat und dass sie das um meinen Weg gefunden hat. Ich weiß nicht wirklich, woher das kommt. Ich glaube, dass es eher dann immer so entsteht, dass Gruppen oder einzelne Köpfe mit irgendwas begonnen haben und aus denen heraus entsteht halt dann irgendwie so eine Tradition, auf der sich dann vielleicht die nächste Generation dann auch drauf bezieht oder so. Also mir ist die Frage schon oft gestellt worden und ich finde, wird es auch nicht die Antwort drauf. Also okay. Die weiß ich auch nicht. Ich versuche jetzt auch nicht, wenn ich einen Text schreibe, das jetzt extra makaber zu machen oder so. Ich versuche es aber auch nicht, quasi so einen Happy-Peppy-Song zu machen. Also das ist mir schon auch wichtig. Also ich versuche eigentlich immer eher was in der Mitte zu machen, was ohne Fingerzeig ist. Das ist immer so ein bisschen so, man quasi eine Szenerie mal so zeigt, ohne es ist gut oder böse. Und das hat aber immer so einen bitteren Beigeschmack. So ist halt das Leben anscheinend aus meiner Sicht heraus irgendwie das. Aber nicht nur, ne? Der Humor lockert sich auch immer wieder auf und es gibt ja natürlich schöne Dinge auch, die man erlebt. Ne? Im Großen und Ganzen sind es jetzt nicht andere Ansagen. Also es hat sich über die Zeit hat sich irgendwie ergeben, dass ich deutlicher singe. Ich weiß aber nicht, also ich singe jetzt die Wörter dann jetzt nicht anders, aber ich glaube, das hat sich aus denen heraus ergeben und das ist in Österreich auch nicht schlecht und in Bayern, wenn man sie trotzdem dann verständlicher ausdrückt. Ich glaube, wenn man dann anfangen würde mit den Sachen erklären, Wörter und so, da würde man ja dann irgendwann immer rauskommen. Manchmal mache ich das so bei ein, zwei Worten als Spaß. Aber ich denke mal, was bis jetzt ganz gut funktioniert hat, ist, wenn es jetzt jemand interessiert, man kann sich damit auseinandersetzen und sich die Wörter erholen, das geht ja. Und ansonsten ist es halt irgendwie in erster Linie Musik, die unterhaltet. Ich unterstelle dann immer gern Leuten, dass es bei englischer Musik ja auch ähnlich ist, dass man die mal quasi konsumiert mal und sie anhört. Natürlich ist es schön, wenn die Leute den Text verstehen, weil halt gerade das Projekt vom Text kommt. Ein österreichischer Cartoonist, den ich sehr gern mag, der verstorben ist vor ein paar Jahren, der Dykes. Der ist irgendwie ein großes Vorbild eigentlich. Die gibt es in alle Richtungen natürlich. Es gibt Filmemacher, die mir sehr taugen. Ich schaue also zum Beispiel sehr gern Fassbinder-Filme, finde ich sehr gut. Godard-Filme liebe ich eigentlich, Pasolini-Filme. Der Musik her ist Tom Waits immer ein großer Einfluss gewesen. Natürlich Bob Dylan. Später die Antifox-Szene hat mich sehr geprägt. In letzter Zeit habe ich viel Jazz gehört, alten Jazz, Free Jazz-Zeugs, irgendwie Ornette Coleman, Sun Ra in die Richtung. Und ja, ich glaube, es geht auch gar nicht immer darum, dass man das jetzt dann immer so eins zu eins übernimmt, aber es macht natürlich schon was mit einem,
irgendwo findet es vielleicht in der Musik wieder, muss ja nicht immer so deutlich alles sein. Ne? Eigentlich haben wir das zu dritt begonnen, in Tulln damals noch. Ja, ist ein Bekannter von uns ist aus Wien, ist dann auch dazugekommen, es war ursprünglich ein elektronisches Projekt, das war immer so ein Konzeptding. Also wir haben da mal quasi das mal um Hexentier, es gibt also diese bekannten Hexentiere, so wie die Katze, schwarze Katze, Wolf und was. Sieben Tiere sind es auf jeden Fall gewesen, da haben wir was gemacht und irgendwann sind wir auf die Idee gekommen, Country-Lieder zu machen. Es hat ein paar Country-Interpreten gegeben, die uns sehr taugt haben und wir haben versucht, das irgendwie daran anzulehnen, ohne da jetzt genau sein Wissen dafür zu haben, sondern eher so, wie wir es halt vorstellen. Das ist aber kurz vor der Voodoo Jürgens Sache eigentlich, haben wir die Platte aufgenommen und die war damals wirklich so mega limitiert. Da haben wir bei der Release schon mal, glaube ich, 20 Kassetten aufgenommen, selber gebastelte Covers, die waren halt dann auch gleich weg. Und wir haben dann irgendwie gesagt, das ist halt schade, dass das... Wir haben es eigentlich ganz, ganz cool gefunden und haben sich immer gedacht, das hätte verdient, dass er größere Kreise zieht. Und das Voodoo Jürgens Projekt hat es dann so ein bisschen erlaubt, dass man sagt, hey, lass uns das nochmal ins Presswerk schicken und machen wir das wirklich so limitiert auf 300 Platten nochmal. Und aus denen heraus haben wir dann noch ein paar Konzerte gespielt und spielen jetzt im September am Elbasonic, was so ein Plattenladen aus Rosenheim veranstaltet. Viele Leute sollten musizieren, vor allem junge Mädchen sollten zu Instrumenten viel mehr greifen und sie organisieren und was machen. Das fehlt immer noch, das wäre gut. Baba, macht es gut. Mein Name ist Voodoo Jürgens, bleibt dran.